Tattoo-Studio Sinner Inc. Neues. Ich bin Kira, ich bin die Inhaberin und Tätowiererin hier im Studio und ich würde euch heute gerne mal ein bisschen rumführen. Genau, wenn ihr reinkommt, fällt euer Blick natürlich direkt erstmal auf die Theke. Die Theke haben mein Verlobter und ich zusammengebaut. Der hatte die Idee und das Design so ein bisschen entwickelt, genauso wie unser Logo mit dem Bad Bitch hier. Das ist so ein bisschen der Stil, werdet ihr gleich noch sehen, wie wir das Studio so ein bisschen designt haben. Hier macht ihr eure Termine, hier könnt ihr auch anrufen, hier könnt ihr Gutscheine kaufen. Wir haben hier auch noch einmal ein paar Flyer, ein paar Tattoo-Produkte, also Pflegeprodukte von verschiedenen Herstellern. Genau. Hier kommen wir dann auch direkt schon zum ersten Wartebereich. Ihr könnt natürlich gerne eine Begleitperson mitbringen und auch selber hier warten, falls noch ich drüben bin bei einem anderen Kunden. Wir haben auch immer ein bisschen Leselektüre und Süßigkeiten. Hier im Hintergrund seht ihr auch nochmal ein schönes Bild mit einem der Logos. Wir haben hier zwei Logos, ein großes, wo ich drauf bin, wo auch nochmal der Name steht. Und hier halt einfach nur der Schriftzug Tattoo Studio Neuss. Genau, weiter geht's auf die andere Seite. Da haben wir nämlich auch noch einen Wartebereich. Also wir haben auf jeden Fall genügend Platz, dass ihr euch alle hier gemütlich hinsetzen könnt, ein bisschen wohlfühlt. Auch hier im Hintergrund seht ihr nochmal Bilder. Das sind Bilder von einer Tattoo-Künstlerin aus Barcelona. Ich liebe ihren Style, das ist auch so ein bisschen, wie ich nur meinen Style habe. Genau, und alles so ein bisschen so Thema Bad Bitch. Genau, hier habt ihr auch nochmal Süßigkeiten, was zu snacken, was zu lesen. Genau, weiter geht's. Hier haben wir auch alles, also ihr seht schon, das ist alles so ein bisschen Industrial-Look. So gemischt mit Gothic und überall halt die Bilder. Wir haben hier nochmal eine Theke selber, Garderobe selber gebaut. Hier könnt ihr dann eure Sachen aufhängen. Da gibt es auch nochmal wieder was zu snacken. Also vom Hunger her gibt es auf jeden Fall nicht. Genau, hier ist eine Ecke, da ist so ein bisschen Merchandise von dem Logo. Das könnt ihr hier sehen. Wir haben von S bis 3XL alle Größen da. Genau. Weiter geht's in den Tattoo-Bereich, das Interessanteste eigentlich. Hier findet dann der ganze Zauber statt. Hier wirst du dann tätowiert, beziehungsweise ihr könnt nämlich eure Begleitperson auch mit in den Tattoo-Bereich nehmen. Da haben wir nämlich hier auch nochmal eine Sitzgelegenheit, dass ihr euch dann auch währenddessen unterhalten könnt, ihr nicht so alleine seid. Genau, also das ist mein Arbeitsbereich. Falls wir nochmal euer Tattoo besprechen oder nochmal was anpassen, habe ich dann hier auch noch meinen Arbeitsbereich, wo ich dann die Motive nochmal anpasse oder erstelle. Genau, das war aber noch nicht alles, denn es gibt nämlich noch einen weiteren Raum. Der ist hauptsächlich dafür da, ich habe noch eine Kundentoilette und die befindet sich hier in diesem Durchgang. Das heißt, jeder, der auf die Toilette möchte, würde automatisch an dem Tattoo-Bereich vorbeilaufen. Falls ihr zum Beispiel ein Underboob habt oder etwas, was ihr auf dem Po tätowiert haben möchtet, also was ein bisschen intimer ist, haben wir hier nochmal einen Raum, den man halt öffnen und schließen kann. Da gehen wir jetzt auch nochmal gemeinsam rein. Auch hier ist nochmal Platz für eine Begleitperson. Die kann sich dann gerne hier hinsetzen. Hier ist dann halt der zweite Arbeitsplatz. Für in Zukunft dann auch gerne für einen Gasttätowierer oder Piercing, je nachdem. Genau, aber erstmal ist es halt nur ich, die Tätowiererin, die halt hier einen zweiten Raum hat für, ja, kann man jetzt auch nochmal von innen sehen, also es ist auf jeden Fall abgeschlossen, keiner sieht das dann, wenn irgendwie mal was Intimes abfällt. Wenn ihr euer Tattoo fertig habt, könnt ihr euch natürlich auch noch gerne betrachten. Alles unter dem Motto, you like me look pretty. Ja, ist auch eigentlich ein ganz schöner Fotopoint, wenn man jetzt noch ein Foto machen möchte mit seinem neuen Tattoo. Hier drumherum haben wir noch ein paar Bilder rausgesucht von so Filmfiguren, wie so Prisoner. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So Karten hochhalten wie im Gefängnis. So. Genau. Hier ist auch nochmal ein Spiegel, da kann man sich auch nochmal betrachten. Ja. So eine Art
Das Programm hier wird schon Küche und Toilette. Hier ist eher so ein privater Raum, Abstellraum, Lagermöglichkeiten. Genau, und die Toilette ist dann direkt hier weiter im Flur. Also im Hintergrund ist die Küche, aber ist ja eigentlich uninteressant für euch. Genau. Hier ist ganz schnucklig, ganz klein, aber hier könnt ihr euch gerne auch frisch machen. Das ist für beide Parteien immer ganz gut, wenn ihr einfach frisch seid und ich auch frisch bin. genau. Die Mädels finden hier natürlich auch immer alles Wichtige, was sie brauchen. Genau, so viel zum Bad, kann man ja auch eigentlich nicht viel erzählen. Gut, das war eigentlich soweit das Studio. Alles halt natürlich hoffentlich sehr gemütlich für euch. Das war mir ganz wichtig, dass es hier schon echt wohnlich ist. Genau. Wie gesagt, das ist halt die schöne Theke. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euren Besuch. Ich hoffe, euch gefällt das Studio. Schaut auf jeden Fall gerne mal persönlich vorbei oder für Beratung. Und ja, das war das Studio.